Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir Dinkel-Haferbrot. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, heute also Dinkelbrot mit Haferflocken und als erstes natürlich die Zutaten. Wir brauchen natürlich Dinkelkörner, wir brauchen Haferflocken, Öl, Wasser, Naturjoghurt, wir brauchen Agavendicksaft, wir brauchen ein paar Gewürze wie Salz, Paprika und Kräuter der Provence. Wir brauchen Backpulver, Parmesankäse und eine Zwiebel. So, würde ich sagen, starten wir gleich los. Als erstes brauchen wir 60 Gramm Parmesan in kleinen Stücken. Geben wir hier rein. So. Deckel drauf. Den müssen wir bloß erstmal zerkleinern und zwar 10 Sekunden auf Stufe 10. So, nehmen wir den Parmesan dann erstmal wieder raus. So. So, dann müssen wir jetzt 220 Gramm Dinkelkörner in den Mixtopf geben. 220 Gramm. So. Okay, und das machen wir jetzt auch 10 Sekunden auf Stufe 10. So, die füllen wir jetzt auch wieder um. Jetzt geben wir die restlichen Dinkelkörner, das sind 220 Gramm, auch in den Mixtopf. Da machen wir jetzt aber, die schroten wir richtig zu Mehl, das heißt eine Minute auf Stufe 10. So, das füllen wir jetzt ebenfalls um. Jetzt haben wir richtig schönes Mehl. So, ja, das reicht. Perfekt. So, jetzt geben wir die Zwiebel, die halbieren wir einmal in der Mitte, eine Zwiebel rein. Auch zu zerkleinern wir und die Zwiebel reicht, wenn wir, machen wir 3 Sekunden auf Stufe 5. So,
jetzt die Zwiebel mit dem Spachtel nach unten schieben. So. Jetzt nehmen wir unser Olivenöl. Und zwar genau 20 Gramm. Perfekt. Bitte verschließen natürlich. Jetzt machen wir auf 2 Minuten. 120 Grad. Und auf Stufe 1. Jetzt hauen wir alles, was wir haben, da noch mit rein. Wie gesagt, das sind diese etwas groberen Dinkelkörner, hauen wir rein. Unser Dinkelmehl. Den Parmesankäse. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Haferflocken. Das habe ich schon mal abgewogen gehabt. Dein 1 Esslöffel Agavendicksaft. Ihr könnt auch Rübenkraut oder Rübensaft oder wie das heißt noch nehmen. Wie gesagt, 1 Esslöffel. Dann brauchen wir 300 Gramm Naturjoghurt. Mit rein da. Dann brauchen wir ca. 1 Teelöffel Salz. Dann so eine Messerspitze Paprikapulver. Ich mache ein bisschen mehr. Wie nach Geschmack. So, dann brauchen wir diesen Mix hier, Kräuter der Provence, 1 Teelöffel davon. So. Und natürlich ein Päckchen Backpulver. Und beinahe noch vergessen, wir brauchen noch 100 Gramm Wasser. Das muss ich hier noch abwiegen. So. Jetzt haben wir alles drin. Das müssen wir jetzt nochmal vermischen. Dafür müssen wir auf Linkslauf stellen. Machen wir 30 Sekunden. Auf Stufe 3. Schauen wir mal, wie es aussieht. Perfekt. Jetzt brauchen wir den Knetmodus. Und zwar 2 Minuten. Und los geht's.
Jetzt nehmen wir den Teig auf ein Backblech, wo wir schon mit Backpapier ausgelegt haben. Übrigens, den Backofen könnt ihr eigentlich schon, bevor ihr den Teig startet, auf 180 Grad vorheizen. So. Versuchen, den Teig da rauszubekommen. So, wenn wir das rausgebracht, wenn wir das raus haben, müssen wir daraus ein Brot formen. So, wie gesagt, ein Brot formen. So. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hatte ich ein kleines Problem. Ich hatte vergessen, man muss das ja ein bisschen im Mehl machen, weil das ja klebt wie Sau. Ja, also, wie gesagt, einfach so ein Brot formen, dann erst aufs Backblech und Mehl dazu nehmen. So, machen wir eine kleine Brotform. Perfekt. So, dann mit einem Messer so ein bisschen oben quer einschneiden. Ein paar Schnitte reinmachen. So, perfekt. Und dann streichen wir es noch ein bisschen mit Wasser ein. Einfach nur ganz normales Wasser. Einfach ein bisschen bestreichen. So, wenn ihr das getan habt, dann kommt das Ding für 45 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. So, das Brot ist fertig, gerade ganz frisch rausgeholt. Ja, ein bisschen flach geformt, hätte ich vielleicht noch ein bisschen... Aber daran kann man ja noch üben. Wie gesagt, ist jetzt noch sehr heiß. Normalerweise jetzt abkühlen lassen. Aber für euch schneide ich es einfach mal an. So. Sieht das nicht gut aus? Ah. Heiß noch. Gucken wir mal. So ein richtig schönes, kerniges Brot mit Käse. Das schmeckt wirklich richtig genial durch diesen Parmesan. Und ich kann euch das nur empfehlen, mal nachzumachen. Ist wirklich genial, das Brot. So, ja, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.